Was im Optionshandel alles möglich ist, das klingt zwar super spannend, aber doch irgendwie auch nach einem Haufen Arbeit und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, wie ich genau das jemand anderen überlassen kann? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Wenn Menschen zum ersten Mal erfahren, was Optionshandel eigentlich ist, wie das Ganze funktioniert, welche Chancen sich hier ergeben, dann sind die meisten doch relativ schnell begeistert bei der Sache dabei. Aber nicht selten kommt dann die Frage, ja, klingt ja alles toll, aber kann das nicht jemand anders für mich machen? Kann ich den Optionshandel also anderen überlassen? Ist das Ganze sinnvoll? Und genau hier darüber möchten wir jetzt sprechen. Und wir sprechen hier konkret über drei Möglichkeiten. Und am Ende gibt es natürlich die große Auflösung und die konkrete Empfehlung an dich. Möglichkeit Nummer eins, selbstverständlich können das andere übernehmen. Banken übernehmen genau das sehr gerne. Das ist auch alles eigentlich kein neues Business, sondern genau das Geschäft der Zertifikate und Optionsscheine. Denn in Zertifikaten und Optionsscheinen, da steckt eben nichts anderes im Hintergrund als ein Optionsgeschäft. Und das machen die Banken hier für dich. Nur das, was sie dir eben nicht erzählen, was aber wir dir sagen, ist, dass 30-70% der Erträge eben bei den Banken bleiben. Zum Thema Optionsscheine und was genau dahinter steckt und wie die Banken das machen, dazu haben wir hier schon mal ein Video gemacht. Das Wichtige für dich ist deine Lernerfahrung eben. Das heißt, ja, du kannst relativ zielgenau den Banken sagen, okay, folgende Strategien hätte ich gerne, dass ihr die für mich umsetzt, nämlich mittels der entsprechenden Zertifikate oder Optionsscheine. Allerdings erfordert das natürlich, dass du verstehst, welches Geschäft hier im Hintergrund stattfindet, und auch dazu gehört wieder etwas Wissen, also etwas tieferes Einsteigen in den Optionshandel. Und wichtig ist eben, ja, du lässt eben einen Haufen der Erträge liegen, denn die Banken lassen sich diesen Service, dass sie genau diese Geschäfte im Hintergrund eben für dich machen, selbstverständlich bezahlen. Die zweite Möglichkeit ist, ja, geht einfach zu deiner Hausbank, frag einmal nach, liebe Hausbank, ich habe hier Geld, würdet ihr dieses Geld denn gerne für mich annehmen und für mich damit arbeiten? Und selbstverständlich macht die Hausbank das sehr, sehr gerne. Im Hintergrund machen natürlich alle Banken auch diese Art von Geschäften, aber das, was du dafür bekommst, die zahlt dir eben Mini-Zinsen auf dein Sparbuch. Was leider viele Anleger immer noch nicht verstehen möchten, ist, dass es nicht der Job der Bank ist, dich reich zu machen. Der Job der Bank ist es, Anlegergelder günstig einzusammeln, für Nullzinsen auf dem Girokonto, zum Teil für Strafzinsen, wenn wir an die letzten Jahre zurückdenken, oder auch eben für Minizinsen in Sparbüchern oder in Termingeldern. Und mit diesem Kapital dann zu arbeiten und selber viel Geld zu verdienen, das ist der Job der Bank, nicht dich reich zu machen. Möglichkeit Nummer drei ist, wach endlich auf und nimm dein Schicksal selber in die Hand. Das mag jetzt sehr, sehr böse klingen, aber jetzt stell dir einfach mal vor, du bist in einem Vortrag. Da wird dir erzählt, wie wichtig gesunde Ernährung ist, ein gesunder Lebensstil, Sport, Fitness, ja, um deinem Körper etwas Gutes zu tun. Und dann meldet sich ja jemand und sagt, klingt alles prima, kann das denn bitte jemand anders für mich machen? Nein, das kann niemand anders wirklich richtig für dich machen, denn es gibt einfach Dinge im Leben, die sind zu wichtig, um sie aus der Hand zu geben. Und das Thema Finanzen gehört eben auch dazu. Gehst du arbeiten? Ja, klar. Und wie häufig? Naja, 5 Tage die Woche. Und wie lang jeweils? Na, eigentlich 7 bis 8 Stunden, aber wenn ich den Arbeitsweg mit einrechne und die Mittagspausen, ja, ich gehe so um 8 Uhr morgens aus dem Haus, ich bin so gegen 18 Uhr abends zurück. Das heißt, du verkaufst täglich 10 Stunden deiner wertvollen Freizeit und das an 5 Tagen die Woche. Ja, aber dafür kriege ich ja ein ganz anständiges Gehalt. Und von diesem Gehalt klaut dir der Staat erst einmal die Hälfte. Und das, was dann übrig bleibt, das willst du aus der Hand geben? Um das nochmal ganz klar zu sagen, die allermeisten von uns sind bereit, jeden Monat rund 200 Stunden ihrer wertvollen Zeit zu verkaufen, wollen sich aber dann nicht 2 bis 3 Stunden im Monat Zeit nehmen, um einmal sich Gedanken zu machen, was sie denn mit dem Schmerzensgeld, was hier noch übrig bleibt, anstellen können. Ja, das mag jetzt sehr böse klingen und ist auch wirklich dazu gedacht, denn ich hoffe doch einige Menschen damit einmal wach zu rütteln. Denn wer diesen Punkt immer noch nicht verstanden hat, wer denkt, okay, ich kann alles immer in fremde Hände geben, der muss sich wirklich fragen, ob es denn im Mindset bei ihm schon stimmt. Denn Erfolg beginnt nun einmal im Kopf, egal ob es jetzt um den Optionshandel geht, um die Börse, um das Thema Finanzen ganz allgemein oder um ganz andere Bereiche in deinem Leben. Du bist deines Glückes Schmied, du musst dein Leben in die Hand nehmen, und wenn du dabei noch Herausforderungen hast, dann schau dich doch gerne mal hier bei uns um. Wir haben auch eine Playlist zum Thema Mindset, denn wie immer gilt, dranbleiben, schau dich schlau, bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.